In diesem Video geht es darum, dass ihr, wenn ihr einen beim Mobilcom Debitel seid und die heißt ja zukünftig Freenet, kommt das gleiche raus, dann findet ihr hier die Drittanbietersperre. Die müsst ihr dann nämlich selber aktivieren, da bin ich nicht neuerdings selber mal drauf gekommen. Die findet man unter meine Verträge. Mein MMD und dann gehen wir unter hier auf Drittanbietersperre, die hier. Und dann werdet ihr sehen, dass die im Standard, das ist jetzt Standard, die Drittanbietersperre ist nicht aktiviert. Das heißt, ihr müsst sie aktivieren, weil ansonsten jedes Furzunternehmen, das haben wir einmal erlebt, die buchen euch von eurem Konto ab. Und dann habt ihr Pech gehabt. Deswegen müsst ihr hier einfach sagen, ihr müsst diese sperren. Uns ist es mal geschehen, da hatte dann ein Schweizer Unternehmen, also betrügerisches Unternehmen, Schweizer Unternehmen, das den Sitz in der Hauptsitz in der Schweiz hatte, aber einen Zwischenhändler am Bodensee. Die hatten dann über die Telekom die Rechnung einbezogen, über einen, dass man Daten, Aktiendaten angeblich anhören kann. Und die Rechnung habe ich über meinen Sohnemann gestellt und da kann ich euch nur sagen, das Geld haben wir nie wieder gesehen, auch die Telekom, aber auch die Mobilcom, Debitel, die sagen, ja, da können wir ja nichts dafür, das ist ja euer Bier. Betrügerisch, man kann es von denen zurückverlangen. Hier unter dem Dings müsst ihr das einstellen. Drittanbieter sperren heißt das ganze Teil.